500 Likes, Facebook Special bei Lützebüsch Kartout, und zwar Gnocchi mit Gemüse an einer Frischcremesauce. Dafür braucht ihr, was hier abgelöscht ist. Und wir fangen direkt an mit dem Absetzen vom Wasser. Hier aus den letzten Videos wisst ihr, wie das dort geht. Das heißt, wir haben eine Zwiebel, zwei Zwiebel Knoblauch und Petersilie. Und wir machen dann nichts darum klein. Wir setzen ein Pan auf und wir machen Buttergemüse, Buttergemäß, wie man plötzlich sieht, dran. 100 ml Wasser und wir lassen das ganz kochen. Wenn das ganz kocht, machen wir Rahm dran, 2 große Löffel Frischkäse und wir rühren anständig, bis das Ganze schon abgelöst wird. Wenn das Ganze schon abgelöst wird, holen wir uns Knoblauch, Petersilie, Zwiebelmischung und wir machen den Mat an Pan. Und das Ganze da gut durchrühren. Als Wasser kocht auch endlich, das ist gut Zeit für den Gnocchi dran zu machen. Die brauchen just 2 Minuten, dann schwimmen sie auf der Oberfläche. Und wenn sie da bis fertig sind, machen wir sie an ein Pan, wir rühren anständig und voilà, fertig. 5 Minuten zählen lassen. Und ich wünsche einen guten Appetit. Der freut dich bestimmt, wo die Facebook-Seite ist. Mal ganz einfach unten in der Beschreibung. Und wenn du sie schon liest, vergiss nicht den Abonnieren-Button zu drücken.